Ja. Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, dann lasst uns euren Daumen hoch, schreibt was Nettes unter die Videos, abonniert den Kanal und reicht das Video auch gerne weiter, denn das vergrößert die Reichweite für Kunst, Kultur und Literatur. Und ich habe heute große Freude, mit der lieben Anna Wernicke zu sprechen, der Autorin Anna Wernicke. Hallo, sei gegrüßt. Hallo, grüß dich, Jens. Genau, in den Rheingau grüße ich dich, ne? Ja, nach Martinsthal in Eltville. Ah ja, schön, sehr schön. Du schreibst sehr gerne und ich möchte von dir wissen, was dein Antrieb zum Schreiben ist. Warum hast du diese Ausdrucksweise des Schreibens gewählt? Was waren die Auslöser? Was ist passiert? Warum schreibst du so gerne? Also, ich finde, dass das Schreiben eine sehr schöne Ausdrucksform ist und für mich verbinden Worte. Und ich finde, Worte sind schöpferisch für mich, weil man kann mit Worten sehr viel Schönes geben, aber auch andere verletzen. Und Worte sind einfach eine Verbindung, die ich zur Welt schaffen kann. Und es ist einfach, finde ich, mit die schönste Ausdrucksform irgendwie neben Tanzen und Malen. Aber ich finde, Schreiben hat so was Magisches für mich. Ja. Mhm. Ja, du hast auch die Gabe, sehr schön dich auszudrücken, auch in der Art des Erklärens, aber du stellst auch, während du schreibst, auch immer wieder trotzdem Fragen und hinterfragst das, worüber du gerade schreibst. Das ist auch sehr spannend, warum ich das sage. Wir werden etwas verlinken hier, damit die Leute auch wissen, wovon wir sprechen. Du bist eine Fachwirtin im Versicherungswesen. Eine Wirtschaftspsychologin, sage ich mal so, hast du studiert und du hast auch studiert Master Digitales Management. Du bist in der Versicherungsbranche noch in deinem anderen Leben, sage ich mal so. Ja. Das ist ganz interessant. Das ist ja eher mathematisch strukturiert, Verstandesdenken, logisches Denken und Zusammenhänge herstellen. Und vor allem ist es berechnend. Ist Lyrik und ist Prosa, was du schreibst, auch Fantasy gerne, ist das ein Ausgleich für dich oder ist das sogar eine Inspiration, die Versicherungsbranche zum Schreiben? Das ist eine tolle Frage. Ich glaube beides, weil die Bezüge zur Versicherungsbranche sind da, weil man eine gute, klare, strukturierte Sprache braucht. Und wenn der Kunde bei mir im Versicherungsbüro anruft und sagt, hey, es ist jetzt versichert, hier wird hier ein Schaden, dann muss ich sofort on the point sagen, so und so ist es und so ist es nicht. Und deswegen hat Versicherung viel mit Sprache zu tun. Mhm. Und das andere ist natürlich der Fantasy-Bereich, Prosa, Lyrik einfach, dass man in ganz andere Bereiche einfach gehen kann und da die Sprache einfach als Instrument benutzt, um in ganz andere Bereiche sozusagen einfach einzudringen. Das ist einfach eine andere Spielplatzwiese, würde ich mal beschreiben. Mhm. Ja. Wann hat das Schreiben denn bei dir angefangen? Was war denn der Auslöser eigentlich, warum du zur Feder gegriffen hast? Also das ist tatsächlich, hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert bei mir im Leben. Also das war tatsächlich vor der Pandemie, also Ende 2019, hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben. Und sehr inspiriert hat mich schon immer Avatar, der Film. Und zwar nicht wegen dem Plot, sondern wegen dem Worldbuilding. Weil ich das einfach so faszinierend finde, wie dieser Film aufgebaut ist und diese ganze Welt und diese Figuren und die ganzen Farben und die Natur. Und das hat mich immer so ein bisschen inspiriert. Und dann habe ich angefangen, ein Notizbuch zu erstellen und alles zu sammeln, was mich inspiriert. Und dann ist irgendwann aus diesem Buch, aus dieser Idee, die Idee daraus entstanden, dass ich ein Fantasy-Buch schreiben möchte. Und dann habe ich einfach angefangen, ja. Mhm. Ja. Darauf wollen wir auch gleich nochmal kommen. Vorher habe ich noch eine andere Frage, und zwar, wir kennen uns unter anderem durch, was du eingesendet hast zu unserem Thema der freie Wille. Und zwar mit der Überschrift, die sehr gelungen ist, der freie Wille im Mantel der Einsamkeit. Da hast du auch, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, in einer lyrischen Form dich ausgedrückt, geschrieben, hast aber auch gleichzeitig, also es sind erklärende Elemente da, wie Mensch, sage ich mal so, in diesen beiden Bereichen tickt und funktioniert, aber gleichzeitig hinterfragst du auch weiter dieses Thema. Wie bist du denn auf Mantel der Einsamkeit, der freie Wille im Mantel der Einsamkeit gekommen? Gab es da einen Auslöser für? Nein, mich hat der freie Wille an sich als Thema total fasziniert. Mich hat dieses Thema schon
Wochen, Monate davor speziell da fasziniert. Ich weiß nicht, warum kam diese Ausschreibung. Und der Mantel der Einsamkeit kam sofort, als ich dieses Themas freie Wille gehört habe. Das habe ich sofort damit assoziiert. Und dann habe ich den Text einfach so runtergeschrieben. Und der Mantel der Einsamkeit ist für mich einfach so, also der freie Wille als Personifikation und dieser Mantel einfach diese Umhüllung mit dieser Einsamkeit einfach, also der eigentlich gar nicht existiert, den man auch gar nicht sieht, aber der halt aus Einsamkeit besteht. Und das fand ich eigentlich sehr treffend und sehr schön, weil es verstehen, glaube ich, Menschen gut, einen Mantel aus Einsamkeit. Also das kann eben jeder so, glaube ich, als Bild auch aufnehmen, weil Bilder ja auch oft mehr sagen als so Worte. Ja. Ja, und natürlich triggert er auch, die Überschrift triggert ja gleich, weil das Wort Einsamkeit, klar. Weil das Wort Einsamkeit ja dabei ist und gleichzeitig aber auch dieser freie Wille. Deswegen triggert das. Wir haben ja natürlich auch sehr viele verschiedene Einsendungen dafür bekommen, sehr viele auch. Und beim freien Willen geht es ja auch immer darum, so ein bisschen die eine Seite sagt, nee, Pustekuchen, den gibt es gar nicht. Und die andere Seite sagt, okay, natürlich gibt es, wir beeinflussen mit unserem Denken oder mit unserem Wesen generell auch das, was unser Schicksal betrifft. Ja. Und dein Text ist wunderbar und er sagt viel aus. Aber wir wollen aber nicht so viel verraten, weil, wie gesagt, wir wollen ihn ja auch verlinken. Jetzt möchte ich darauf kommen, was du gerade schreibst. Fantasy ist so dein Ding, hast du gesagt, was ich auch sehr spannend finde, weil eine Versicherungsbranche geht ja eher von fantasielosen Dingen aus und versucht ja eigentlich den Mensch, wie gesagt, zu berechnen. Und deswegen finde ich das sehr schön, wenn du dann im Fantasy-Bereich unterwegs bist. Du hast natürlich in der Versicherungsbranche nicht nur mit der Versicherung als solches zu tun, sondern auch mit ganz, ganz vielen Menschen. Deswegen macht das natürlich auch Sinn. Ja. Ja. Worum geht es in dem Buch, falls du schon was verraten darfst? Ja, also es geht um eine ferne Welt, um die Flügelwesen. Und Flügelwesen im Sinne von Drachen, Feen, Schmetterlinge, alles. Und die tragen spezielle Signaturen auf ihren Flügeln. Und diese Signaturen stellen dann ihre, also ich will es nicht so viele Schlüsselwörter nennen, aber die tragen die ganze Lebensgeschichte von einem Flügelwesen. Und durch die Farbenvielfalt etc. sieht man eben, wo dieses Wesen schon war, was es erlebt hat etc. Und dann wird diese Welt, die im Prinzip sehr mit den Naturwesen verbunden ist, also es ist alles so eine Symbiose, angegriffen von Dunkelwesen und dann kippt dieses ganze Klima und aber auf ganz manipulativer Ebene, also ganz nach und nach. Und diese Flügelwesen verlieren dann irgendwann ihr Licht und ihre Flügel. Und dann gibt es natürlich einen Helden und die geht dann los. Und dann, ich bin jetzt erst beim ersten Akt, also er ist jetzt erst fertig. Und das ist so die Idee gewesen. Und ja, also es sind noch viele, viele Einzelheiten, die auch noch, also diese Geschichte ist sehr verschachtelt, weil ich in einer Welt wie eine weitere habe. Und das geht auch viel über andere Dimensionen und in andere Dimensionen. Das geht auch über Parallelwelten. Also es ist sehr groß. So, ja, also das ist, darum handelt so ein etwas Buch. Ja. Sehr, sehr spannend. Und wann hast du angefangen, das zu schreiben? In der Pandemiezeit, hast du gesagt? Ja, also 2020 erst tatsächlich. 2020, ja. Ja, ja, wir werden ein paar Parallelen zu unseren derzeitigen Gegebenheiten untersuchen, wenn das Buch rauskommt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hört sich ja fast schon an wie so ein Drehbuch. Ne? Also sollte da auf jeden Fall gleich direkt einen Film draus machen. Ja, das habe ich mir auch vorgestellt irgendwie. Bei mir läuft das schon im Kopf ab, wie das alles aussieht. Ja. Weil das ist so, es ist für mich so real und so, wenn ich da drin bin und schreibe, dann ist es so, als ob das wirklich so eine Realität ist. Oder gar, klar, die Fantasie ist ja unbegrenzt. Also was ich mir vorstelle, kann ja auch irgendwann wahr werden. Und ja. Also, was wolltest du eigentlich mal werden, als du noch jünger warst und dir das erste Mal überlegt hast, was du so werden möchtest? Das ist eine sehr tolle Frage. Eigentlich wollte ich, glaube ich, professionelle Klarinettistin werden. Was? Klarinettistin. Also ich habe viel musiziert in meiner Kindheit und dann irgendwann mit 16 kam ein Klarinettenlehrer auf mich zu und meinte, hey, du könntest auch professionelle Klarinettistin werden in einem Orchester, und wie man dann mit 16, 17 ist, dann hat man eigentlich keinen Bock da drauf und eigentlich will man
Party machen und irgendwie nicht jeden Tag 8 Stunden dann spielen. Und das habe ich dann verworfen. Und dann wollte ich eigentlich nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung machen und bin ich im Versicherungsbereich so gelandet. Ja, also das. Weil du bist da gelandet, Weil, weil. also weil ich eine fundierte kaufmännische Ausbildung erstmal wollte, weil ich Ja. von zu Hause auch ausziehen wollte und so, ja, mein eigenes Ding machen wollte. Also Ja. ich wollte dann auch selbstständig sein und das war dann in Bremen, da war ich noch in Norddeutschland. Ich komme ja nicht hier aus Hessen, aus Norddeutschland und ja. Nein. Genau, und dann bin ich irgendwann hier runtergekommen, auch wegen der Versicherungsbranche. Die hat mich hier in diesen Bereich gebracht. Ja, ist natürlich super spannend. Generell sind alle Branchen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sage ich mal so, sehr, sehr interessant, die viel mit Menschen zu tun haben, weil man natürlich die ganzen verschiedenen Menschen dann ja, vor sich hat und dann natürlich auch, wenn man über Menschen oder über Wesen oder Ähnliches schreibt, natürlich auch viele Inspirationen bekommt. Dein Buch ist, wie weit hast du gesagt? Ein Viertel davon hast du? Ja, erst ein Viertel, also das sind tatsächlich erst 150 Seiten oder so, also das, ja. Und dann, was schreibst du derzeit noch? Ich habe verschiedene Schreibwettbewerbe auch gemacht, noch mehrere, nach Okay. diesem hier. Und ich habe noch, also eine Veröffentlichung auch, in einem Buch, das wird rauskommen. Und ja, also das ist ganz gut gelaufen, also das hätte ich auch gar nicht so gedacht. Das war ganz spannend mit den Schreibwettbewerben. Also du legst dich da mit Fantasy gar nicht so fest, sondern du Nein. nimmst alles mit, wollte ich jetzt gerade sagen, aber du schreibst gerne auch verschiedene Bereiche, also Lyrik, Prosa und Ja. ja. Und Ja. im journalistischen Bereich, sowas. Finde ich auch spannend. Du Finde ich hast, super spannend. ich frag ein bisschen so bewusst, ich meine, du hast Ja. Wirtschaftspsychologie Ja. studiert und wäre jetzt ganz spannend, weil wir gerade immer gerne von der heutigen Zeit sprechen, ist das natürlich ganz interessant, ja, in der heutigen Zeit die Wirtschaft als solches mal psychologisch zu betrachten, was gerade Ja. passiert und warum und weshalb das passiert ist. Das ist auch ganz, Ja. ganz interessant, ja. Aber all das werden wir natürlich in deiner Fabel- und Wesenwelt nachlesen, weil du Ja. Flügelwesen statt Menschen nimmst und das widerspiegelst. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja vielleicht das ein oder andere auch noch interessante Thema bei Hashtag KKL für dich, für deine Interessen. Und wir sind gespannt, was da kommt, in welcher Form und vor allem mit welchem Inhalt. Meine liebe Anna, vielen Dank für das ja, interessante ja, und sehr aussagekräftige und auch tiefe Gespräch. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.